gut oder billig? Die einen schwören auf Qualität von ihrem Bäcker und sind bereit, ein paar Cent mehr auszugeben. Die anderen gehen zum Discounter, weil sie glauben, für die gleiche Qualität weniger bezahlen zu müssen. Wir haben uns bei den Heidenheimern umgehört, wie sie es mit den Lebensmitteln halten. Ich achte sehr auf Qualität. Ich gehe zum Beispiel zweimal in der Woche hier auf den Wochenmarkt, kaufe mein Obst und Gemüse nur frisch und meine Brötchen und so weiter nur beim Bäcker und mein Fleisch nur beim Metzger. Also beim Discounter kommt eigentlich nicht in Frage. Und sonst überwiegend Bioprodukte, wenn es möglich ist. Der Dioxinskandal berührt mich eigentlich wenig beim Einkaufen. Ja, da ist eigentlich meine Frau verantwortlich. Die schaut schon mehr auf Qualität als auf Preis. Und Sie selbst kaufen jetzt zum Beispiel auch nicht beim Discounter ein, beim Stichwort Brötchen, wo kaufen Sie die ein? Die Brötchen kaufen wir beim Bäcker ein. Ich kaufe ein bei Metzger, beim Bäcker, beim Biobauer, im Esel, im Esel Tal. Da kaufe ich meine Sachen, da weiß ich, was die Qualität ist und was ich esse. Was ich halt nicht. Ich kaufe einfach bewusst ein. War das auch schon vor dem Dioxinskandal so? Oder? War auch schon so, ja, weil ich 21 Jahre im Verkauf war und da weiß ich, was gute Qualität ist. Also wir achten sehr auf Qualität, das machen wir eigentlich schon immer. Wir unterstützen auch die Bauern bei uns hier im Lande, in der Umgebung. Und ich würde sagen, das lohnt sich auch, hier mehr Geld zu investieren, auszugeben. Und ich würde mal sagen, wenn man auch viel in Urlaub fahren kann, und das wäre dann doch der Deutsche, kann man auch hier mehr Geld ausgeben. Es kommt eigentlich der Familie zugute und auch den ganzen Bauern. Und die muss man ja wirklich auch unterstützen. Wir kaufen also prinzipiell beim Bäcker, beim Metzger Obst und Gemüse, achten wir auch auf Qualität und sind auch dafür bereit, ein bisschen mehr auszugeben, weil ich schaffe selber in der Branche und weiß, wie wichtig das Qualität eigentlich ist. Was sagen Sie zu der Qualität der Produkte bei einem Bäcker und bei einem Discounter? Gibt es da Unterschiede? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, gerade bei den Brötchen zum Beispiel, wenn ich beim Discounter, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die abends noch genauso frisch sind, wie wenn ich es vom Bäcker kaufe. Oder gerade beim Fleisch, Hackfleisch zum Beispiel, wenn ich das beim Metzger kaufe, weiß ich, es wird frisch durchgelassen, es ist ganz frisch. Ich sehe, welches Fleisch das durchgelassen wird, verarbeitet wird. Und das kann ich eben im Discounter, wenn es abgepackt ist, nicht nachvollziehen.